Ich arbeite für eine Partnerorganisation von Brot für die Welt im Kongo. Den Kleinbauern zeige ich, wie sie durch verbesserte Anbaumethoden, bessere Verwertung der Produkte und eine veränderte Strategie beim Verkauf mehr Geld verdienen können. Immer weniger Menschen müssen hungern. Und ich freue mich besonders, dass aufgrund des gestiegenen Einkommens der Eltern immer mehr Kinder in die Schule gehen können. Ich sage Danke an alle, die dazu beigetragen haben. RTV Kompakt befasst sich heute unter anderem mit Mordopfer, Entdeckungen in Waldenburg, Mauerbau, Entdeckungen in Annaberg und Mundwerkzeug, Entdeckungen im Garten. Glück auf, Erzgebirge! Ganz besonders begrüße ich heute die Senioren vor den Bildschirmen. Eine Altersgruppe, die fundierte Informationen zu schätzen weiß. Rund ein Viertel der Bevölkerung in Sachsen hatte 2015 das 65. Lebensjahr erreicht oder überschritten. 1990 lag der Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung noch bei 16%. Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes anlässlich des bundesweiten Tages der älteren Generation am 5. April waren die Mehrheit der Senioren im Alter von 65 und mehr Jahren Frauen. Mit zunehmendem Alter steigt der Anteil der Frauen. Lag er in der Altersgruppe der 65- bis unter 70-Jährigen noch bei 53%, betrug er bei den Senioren ab 90 Jahren rund 79%. Die Mehrheit der Senioren lebte 2015 in privaten Haushalten. Nur knapp 2% wohnten in Alten- und Pflegeheimen oder ähnlichen Einrichtungen. Dies betraf insbesondere die Altersgruppe der über 85-Jährigen. Mit dem Alter nehmen aber auch gesundheitliche Probleme zu. Knapp 14% der Älteren ab 65 Jahren waren 2015 pflegebedürftig. Ab 85 Jahren lag die Pflegequote bereits bei 49%. Nicht nur für die Senioren, sondern für all unsere Zuschauer schauen wir jetzt mit unseren Kollegen von Kabeljournal Röhrsdorf nach Waldenburg. Das dortige Naturalienkabinett zählt zu den ältesten naturkundlichen Museen in Deutschland und umfasst eine bedeutende Sammlung von Kunstwerken und Kuriositäten aus dem Nachlass der Apothekerfamilie Link. Deren Wirken begann in der ersten Hälfte des 17. Jahrhunderts und reichte bis ins 19. Jahrhundert. Das Museum ist in einem eigens für diesen Zweck 1845-46 errichteten Gebäude untergebracht. Das Museum der Stadt Waldenburg mit dem Naturalienkabinett kennt sicher fast jeder aus der Region. Dass es zum Schauplatz für einen Mord wurde, das wissen bislang nur wenige. Kein Wunder, das Buch Sachsenmorde 2 ist sozusagen druckfrisch. Wie schon beim ersten Teil ist einer der 13 Autoren Mario Schubert aus Hohenstein-Ernsthal. Begab er sich in Sachsenmorde 1 auf mörderische Recherche nach Mittelsachsen, lässt er nun Mörderisches im Naturalienkabinett in Waldenburg geschehen. Es gibt drei Handlungsebenen. 1994 spielt die erste, eine junge Studentin, gerade fertig geworden, fängt hier im Naturalienkabinett an, als Restauratorin zu arbeiten und nimmt einen Ausflug nach Leipzig in der Freizeit und findet dort ihren ehemaligen Peiniger aus einer düsteren Geschichte, düsteren Vergangenheit und beschließt kurzerhand, Rache zu nehmen an dieser Tat, die ihr als Kind zugestoßen ist. Sie bringt ihn um, hackt ihm eine Hand ab und weil sie ja konservatorisch bewandert ist, packt sie diese Hand in ein Glas, wie hier in diesen Vitrinen sozusagen sind, und stellt das mit aus. Das Museum hat im Bestand einige Exponate, die geeignet sind, die Fantasie von Krimi-Autorin in Schwung zu bringen. Und wenn da erst einmal Fahrt aufgenommen wurde. Zweite Handlungsebene, 2015, die Restaurationsarbeiten hier im Naturalienkabinett. Da findet die Museumsleiterin ein Glas mit einem feinen Riss. Nimmt dieses Glas aus einer Vitrine und stellt fest, das ist gar kein historisches Objekt, und alarmiert daraufhin die Polizei. Natürlich dieses Glas mit dem abgetrennten Körperteil. Und die dritte Handlungsebene, die klärt dann letztlich dann die Geschichte auf, spielt noch weiter zurückliegend in der DDR-Vergangenheit. Und das kann ich jetzt natürlich nicht verraten, sonst würde ja keiner das Buch kaufen.
Wenn auch eine fiktive Geschichte, Recherchearbeiten waren trotzdem notwendig. Hier half Mario Schuber die Museumsleiterin Christina Ludwig, die Teil der Kriminalgeschichte wurde. Christina Ludwig, die Museumsleiterin, hat meinen Text, auch mein Manuskript, auch Korrektur gelesen, damit also diese konservatorischen Sachen auch alle Hand und Fuß haben. Heißt natürlich nicht so, sondern ich habe ihr den Namen Friederike Ruisch gegeben. Das ist ein Anatom aus dem späten 17., Anfang 18. Jahrhundert. Die Krimis mit regionalem Bezug sind nicht nur spannend zu lesen. Sie machen auch neugierig auf Regionen mit ihren Sehenswürdigkeiten. Als Mario Schubert mit der Idee zu seinem nun erschienenen neuen Werk bei Christina Ludwig vorstellig wurde, war die sofort begeistert. Also was ich ganz toll finde, ist immer die Öffnung eines vermeintlichen Elfenbeinturmes, was Museen nämlich oft das Problem haben und viele Museen da leider auch drauf beharren, so konservativ zu sein, einem Publikum, was eigentlich nicht so den Draht zum Museum hat. Und deswegen, wir sind ja auch total offen für Klatsch- und Tratsch-Medien oder so. Super Illu nehmen wir gerne mit, haben wir jetzt auch einen Artikel gehabt. Und das ist wieder ein neues Medium, das ist ein literarisch interessiertes Publikum und Das können welche sein, die noch nie in irgendeinem Museum waren oder nur ganz selten. Und darum geht es eigentlich. Es geht um breite Erschließung eines und auch das Museum neu zu verstehen. Es muss jetzt auch nicht unbedingt um Wissen gehen. Ein Museum kann ein Ort der Begegnung sein, ein Ort des Austauschs, was auch immer. Ne? Also um das auch neu zu definieren, das Museum. Und das hat auch schon funktioniert, weil der Andreas Sturm hat seinen Urlaub extra im Altenburger Land gemacht und die waren auch wirklich einen Tag bei euch im Museum. Also ja. Zumindest zwei Besucher sind direkt von mir gekommen. Andreas Sturm ist der Herausgeber der Sachsenmord sowie anderer Kriminalgeschichtenbände. Das Museum Weidenburg hat nicht nur das Zeug, Ideengeber für Kriminalgeschichten zu sein. Jedes Ding, was man hier rauszieht, zu dem kann man eine riesengroße Geschichte aufziehen. Also, und die ist nicht erfunden, sondern das ist etwas, was niemand erwartet. Also sowas wie Fragment des ersten Meteoriten der Weltgeschichte haben wir hier. Ältestes kopernikanisches Planetensystem, was wir hier haben, wo alle in Amsterdam sich die Finger danach lecken, aber wir haben's. Mario Schubert findet hier bestimmt auch noch die eine oder andere Anregung. Derzeit arbeitet er an einem Weihnachtsmord. Wo der stattfinden wird, man darf gespannt sein. Unser Nachrichtenüberblick beginnt am Mittwoch mit einem Unfall in Burkhardsdorf. Am Mittwoch gegen 5 Uhr war der 29-jährige Fahrer eines Mitsubishi auf der B180 aus Richtung Meinersdorf in Richtung B95 unterwegs. Als er nach links in eine Grundstückszufahrt abbog, kollidierte das Auto mit einer entgegenkommenden Simson. Der 16-jährige Mopedfahrer wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt. In Annaberg-Buchholz wird seit Beginn der Woche die Erneuerung der 285 Meter langen Stützwand an der Scheibnerstraße weitergeführt. Die Mauersanierung umfasst den teilweisen Abbruch und danach den Aufbau eines neuen Natursteinmauerwerks. Außerdem muss die Stützmauer zum Teil erhöht und besser an die Böschungsneigung angepasst werden. Dabei soll auch der benachbarte Fußweg an der Buchholzer Straße grundhaft erneuert werden. Danach folgt der grundhafte Ausbau der Scheibnerstraße. Für das umfangreiche Bauvorhaben muss die Scheibnerstraße für den öffentlichen Verkehr gesperrt werden. Im Vorjahr hatte die Stadt Annaberg-Buchholz für den Ausbau der Scheibnerstraße und die Sanierung der Stützmauer zur Buchholzer Straße einen Fördermittelbescheid in Höhe von rund 1,4 Millionen Euro erhalten. Im Erzgebirgskreis hat sich die Zahl der Schüler, die Tschechisch lernen, in den vergangenen 10 Jahren verdoppelt. Das geht aus der Antwort des sächsischen Kultusministeriums auf eine Anfrage des CDU-Landtagsabgeordneten Alexander Kraus hervor. 340 Schüler lernen derzeit die Sprache des südlichen Nachbarlandes. Vor 10 Jahren waren es lediglich 171. An den Oberschulen im Landkreis hat sich die Zahl der Tschechisch Lernenden sogar verdreifacht. Der duale Studiengang Tourismuswirtschaft der staatlichen Studienakademie Breitenbrunn erweitert sein Studienangebot. Zum 1. Oktober 2017 wird in Kooperation mit dem Deutschen Jugendherbergswerk die Fachrichtung Jugendherbergsmanagement implementiert. Der Flyer zur Fachrichtung ist auf der Homepage www.ba-breitenbrunn.de/studiengang-tourismuswirtschaft/downloads verfügbar. Ab sofort werden Bewerbungen für diese Fachrichtung entgegengenommen. Noch etwas Statistisches zum Studieren in Sachsen. Im November 2016
waren 111.499 Studentinnen und Studenten an sächsischen Hochschulen immatrikuliert. Im Vergleich zum Vorjahr sank somit die Studierendenzahl um 1,6%. Die Zahl der Studienanfänger betrug 20.036. Das waren 5,1% weniger als 2015. 15% aller Studierenden in Sachsen kamen aus dem Ausland, die meisten aus China und Österreich. Der Anteil der ausländischen Studenten ist in den letzten Jahren stetig gestiegen. Vor 10 Jahren betrug dieser noch 9%. Trotz bescheidenem Wetters hat die Kindertagesstätte Haus Sonnenschein in Hormersdorf ihr geplantes Osterbrunnenfest gefeiert. Mit Regenmantel und Gummistiefel nahmen die Kinder um den kleinen, mit einer Krone geschmückten Brunnen Aufstellung. Als Krönung trägt der Brunnen ein Straußenei. Das zeigt eine Hasenfamilie mit Igel und Schmetterlingen. Natürlich gibt es in den Zwönitzer Ortsteilen kein Osterfest, wo nicht auch der Osterhase zu Besuch kommt und für die Kinder eine kleine Überraschung mitbringt. Bevor diese aber verteilt werden, singen die Kinder einige Lieder zum Osterfest. Beifall gab es danach von den Zuschauern und vom Osterhasen, der dann begann, seine Süßigkeiten aus dem Körbchen an die Kinder zu verteilen. Die wurden von den Jungs und Mädels gleich verkostet. Die große Kreisstadt Coswig im Landkreis Meißen wird Ausrichter des 21. Sächsischen Landesernte-Dankfestes im Jahr 2018. Darüber informierte Umweltminister Thomas Schmidt. Das Sächsische Landesernte-Dankfest soll die Leistungen der Menschen im ländlichen Raum würdigen, insbesondere die der Landwirte. Es findet seit 1998 jedes Jahr abwechselnd in den drei Regionen Chemnitz, Dresden und Leipzig statt. Für das 20. Sächsische Landesernte-Dankfest 2017 vom 29. September bis zum 1. Oktober ist die Stadt Burgstädt im Landkreis Mittelsachsen Gastgeber. Das Auer Stadion ist eine Baustelle. Das gilt jetzt auch wieder für die Bezeichnung der Sportstätte. Denn die Erzgebirgssparkasse und der FC Erzgebirge Aue richten mit Wirkung zum 1. Juli 2017 ihre Partnerschaft neu aus. Es wurde ein neuer Vertrag geschlossen, der eine Laufzeit bis Juni 2023 hat. Die Erzgebirgssparkasse wird weiterhin Hauptsponsor des FC Erzgebirge Aue bleiben. Nicht mehr Bestandteil des neuen Vertrages ist das Namensrecht der Sparkasse am Sparkassen-Erzgebirgsstadion. Dieses wird zum 1. Juli 2017 zurückgegeben. Dazu Roland Manns, Vorstandsvorsitzender der Erzgebirgssparkasse. Mit dem Erwerb des Stadionnamensrechts wollten wir 2011 die aus der Fusion entstandene Marke Erzgebirgssparkasse in der Region bekannt machen. Dieses Ziel haben wir erreicht. Da unser bisheriger Vertrag 2020 und damit nur gut 2 Jahre nach geplanter Fertigstellung des neuen Stadions endet, haben wir uns entschieden, dem Verein gerade vor dem Entstehen des neuen und äußerst attraktiven Stadions die Chance zu geben, dieses noch besser vermarkten zu können. FCE-Präsident Helge Leonhardt und Andreas Stark, Beigeordneter des Landrates und verantwortlich für den Stadionumbau, stellen klar, dass ein neuer Namensgeber, dessen Suche nun beginnt, zum Erzgebirge und zum Verein passen muss. Der Wortteil Erzgebirgsstadion soll erhalten bleiben. Die Anmeldung zur 21. Auflage der legendären Mountainbike-4-Hübeltour mit Start in Oberwiesenthal läuft. Infos dazu unter hübeltour.com. Die traditionsreiche Radsportveranstaltung hatte im letzten Jahr erstmals eine Spendenaktion durchgeführt und konnte knapp 7.000 Euro an den Elternverein krebskranker Kinder Chemnitz überweisen. Zusätzlich konnten weitere 1.000 Euro für die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal gesammelt werden. An diesen Erfolg möchte der Projektverantwortliche Erik Schulze auch in diesem Jahr anknüpfen. Mit einem neuen Spendenkonzept und gleich 3 guten Zwecken geht das Team der Vierhübeltour zusammen mit Schirmherr Richard Freitag erneut auf Spendenjagd. Auch hierüber wird im Internet unter hübeltour.com informiert. Die diesjährige Mountainbike-4-Hübeltour wird mit einem Familienfest am 26. August eröffnet.
Offizieller Tourstart ist am 27. August. Die maximal 700 Teilnehmer bezwingen dann die ca. 90 Kilometer lange Strecke über 4 Gipfel im Erzgebirge. Knapp 2300 Höhenmeter sind dabei zu bewältigen. Der Lößnitzer Salzlauf nimmt für sich in Anspruch, der größte Volkslauf im Erzgebirge zu sein. Bei dessen dritten Austragung gingen am vergangenen Sonntag mehr als 1500 Sportbegeisterte an den Start. Möglich war das über 5 Distanzen und in verschiedenen Altersklassen. Gedacht wurde auch an die Bambinis sowie die Nordic Walka. Für viele Läuferinnen und Läufer war der dritte Lößnitzer Salzlauf als Bestandteil des Westsächsischen Laufcups der Auftakt in eine neue Wettkampfsaison. Der Salzlauf, der teilweise entlang der historischen Salzstraße in Lößnitz führt, war auch 2017 gut organisiert und fand bei idealem Laufwetter statt. Davon konnte sich auch Landrat Frank Vogel überzeugen, dessen Anwesenheit Ansporn für die Sportler und der vielen fleißigen Helfer am Rande der Strecke sein sollte. Informationen zur Veranstaltung und alle Ergebnisse des Salzlaufes gibt es unter www.salz-lauf.de. Sie sind bei RTV Kompakt und sahen unseren Nachrichtenüberblick. Weiter geht's im Garten. Sprüche wie "bringt der April viel Regen", so deutet er auf Segen, oder "April kalt und nass, füllt Scheuer und Fass", verraten, wie sich der Bauer seit alters her das Wetter in den Apriltagen wünscht. Die vielen Hobbygärtner würden sicher aber auch mit Sonnenschein vorlieb nehmen, vielleicht ab und an mal ein Schauer. Wir wollen ja in diesem Jahr immer mal wieder vorstellen, was in unseren Gärten so krabbelt. Nach der Feuerwanze in unserer Sendung am Montag geht es jetzt um den großen Grabkäfer. In diesen Tagen beginnt für viele Erzgebirger das neue Gartenjahr. Beete umgraben und haken sind erste Tätigkeiten der neuen Saison auf der Parzelle. Aber nicht nur die Gärtner genießen die Frühlingssonne. Unsere Insekten beginnen bei zunehmender Wärme sich zu verpaaren. Die heimlichen Freunde der Gärtner kommen oft erst in der Dämmerung oder im Dunkel der Nacht. Einer aus der Familie der Laufkäfer ist der große Grabkäfer. Dieser wird auch gestreifter Schulterläufer genannt. Große Grabkäfer leben räuberisch und vertilgen alles, was sie mit ihren scharfen Mundwerkzeugen ergreifen können. Das sind sämtliche Schadinsekten im Garten, Nacktschnecken, Tausendfüßler, Engerlinge und Asseln. Einmal im Griff der Zangen beginnt die Verdauung noch vor dem Mund. Der Käfer saugt sein Opfer sprichwörtlich aus. Laufkäfer sind wahre Jäger und gehen in der Dämmerung und des Nachts auf Beutezug. Zurzeit ist ihre Aktivität noch etwas eingeschränkt. Das liegt an den nächtlichen Temperaturen. Steigen diese, wird der Käfer aktiver. In den Größen variieren die Laufkäfer von 2 bis 4 Zentimeter. Laufkäfer stellen mit rund 40.000 beschriebenen Arten die größte Familie weltweit dar. In Deutschland kennt der Fachmann rund 550 Arten. Wer diese Käfer in seinen Garten hat, sollte sie in Ruhe lassen. Zum einen vertilgen sie Unmengen an Gartenschädlingen und zum anderen sind alle Laufkäferarten in Deutschland unter Schutz gestellt. Kommen wir zu den Freizeittipps. Eine rätselhafte Lesung unter Einbeziehung der Zuschauer lädt am Freitag 19 Uhr ins Kultur- und Freizeitzentrum Lugau ein. Erwartet werden die Wortspielakrobaten Thilo Richter und Mirko Hübner. Diese haben ein Buch zum Thema Wortspiele geschrieben, das viele Dinge in sich vereint. Es ist ein Rätselbuch, etwas für Querdenker und Tüftler und ein lustiges Unterhaltungsbuch für alle Fälle. Karten unter Telefon 037 295 2486 oder info@freizeitzentrum-lugau.de. Der Eintritt beträgt 11 Euro, ermäßigt 9 Euro. In Schwarzenberg öffnet am Freitag das Depot Bahnhof Nummer 4 des Perla Castrum, ein Schloss voller Geschichte, von 13 bis 19 Uhr wieder seine Türen. Um 17.30 Uhr lädt das Museum zudem gemeinsam mit dem Seniorenclub Schlossblick zu einem 60- bis 90-minütigen Vortrag über das Leben und Wirken des Künstlers Albert Major ein.
Die Senioren haben intensiv über viele Jahre zu diesem Thema recherchiert und ein umfangreiches Wissen zusammengetragen. Der Eintritt für Erwachsene beträgt 4 Euro und für Ermäßigte 2,50 Euro. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Internetseite schwarzenberg.de oder unter der Telefonnummer 03774 23389. Im Stadtmuseum Aue wird am Donnerstag um 19 Uhr zu einem Abendvortrag über die Kulturpolitik der Wismut eingeladen. Unter dem Titel Pinsel, Ball und Stift referiert Museumsleiterin Sarah Becher zu diesem Thema. Der Eintritt beträgt hier 1,60 Euro, ermäßigt 1 Euro. Die aktuelle Ausstellung im König-Albert-Turm in Grünhain-Beierfeld stellt das böhmische Mittelgebirge als Land der Burgen vor. Die Ausstellungsmacher möchten noch mehr Leute mit den landschaftlichen Schätzen Nordböhmens bekannt machen. Das böhmische Mittelgebirge erstreckt sich nur knapp 2 Autostunden vom Erzgebirge entfernt, zwischen dem nordböhmischen Becken im Westen und dem Lausitzer Gebirge im Osten. Vulkanische Kegelberge, oft bekrönt von den Überresten mittelalterlicher Burgen, prägen diese Landschaft unverkennbar. Die Ausstellung ist bis zum 23. April im König-Albert-Turm auf dem Spiegelwald zu sehen. Und weil wir gerade bei Burgen jenseits des Erzgebirgskreises sind, noch ein Ausflugstipp. Die Festung Königstein im Elbsandsteingebirge widmet sich vom 7. April bis 5. November 2017 in einer neuen Sonderausstellung spektakulärem Mauerwerk. Nicht die eigene 42 Meter hohe und mehrere Meter dicke Festungsmauer steht im Mittelpunkt, sondern die berühmte Stadtmauer von Nanjing. Es ist die längste Stadtmauer der Welt. Zu den Höhepunkten zählen ein kaiserliches Festgewand, Waffen und Ziegel der Mauer. Die Ausstellung »Die Stadtmauer von Nanjing«, Schutzwall der Ming-Kaiser, kann ab Freitag täglich von 10 bis 18 Uhr auf der Festung Königstein besucht werden. Und mit diesem Ausflugstipp geht unsere heutige Sendung zu Ende. Wir melden uns von montags bis freitags täglich mit neuen Informationen aus dem Erzgebirge. Das nächste Mal am Donnerstag 20 Uhr. Die Sendung wird dann aller 2 Stunden wiederholt, von Mitternacht bis 6 Uhr morgens sogar stündlich. Vielleicht kommen Sie mal spät nach Hause oder können nicht schlafen. Wenn Sie Anregungen für unser Programm haben, dann lassen Sie das uns ruhig wissen. Ich sage derweil Glück auf, bis morgen. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner.